Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fanti TV. Ich grüße euch. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie man den inneren Monk zufriedenstellt, dann bleibt jetzt dran und schaut euch das Video an. Viel Spaß. Und dann wie immer noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin immer montags, dienstags, freitags oder samstags live auf Twitch unterwegs. Wenn ihr also Fragen zum Thema Design habt, zum Thema Affinity, zum Thema OBS, zum Thema Transitions oder was auch immer oder einfach mit mir einen schönen Abend verbringen wollt, dann kommt doch gerne bei mir in den Stream vorbei. Ich würde mich freuen. Also, wir sehen uns auf Twitch. Ja, Leute, ich weiß. Der innere Monk, der muss gestillt werden. Und viele Leute, die gerade ganz frisch mit irgendwelchen Grafikprogrammen begonnen haben, die suchen immer nach Symmetrie. Zum Beispiel Kreise in Perfektion angeordnet, auf einer Linie oder alles ja symmetrisch gespiegelt, also alles relativ clean und auf beiden Seiten identisch. Wie das Ganze funktioniert und wie einfach das doch eigentlich ist, werden wir jetzt direkt in Affinity uns angucken. Also los, rein da jetzt und viel Spaß beim Nachmachen. Dann bauen wir jetzt einfach mal ein Logo, was super in der Symmetrie passt, wo die Abstände einfach passen und sitzen. Und das innerhalb von ganz kurzer Zeit mit wenigen Schritten und ein, zwei kleinen Hilfsmittelchen, die Affinity Designer uns schon zur Verfügung stellt. Und zwar zum Beispiel das Ankerwerkzeug. Wir fangen ganz normal an oder wir fangen am besten ganz simpel an und nehmen uns ein Kreiswerkzeug und machen einen Kreis. So, und dieser Kreis soll Ausgangspunkt aller erdenklichen Elemente um diesen Kreis herum sein. Das heißt, wir wollen alles an sauberen Abständen haben, wie es nur eben geht. Und das Ganze in richtig cooler Form, so dass man am Ende des Tages vielleicht was Abstraktes hat, aber man merkt, es ist trotzdem recht clean und überall symmetrisch und die Abstände passen überall und so weiter und so weiter. Also lass uns loslegen mit dem kleinen Kreis. Und jetzt geht's um Folgendes. Wir brauchen hier vorne oder hier oben das Transformationsursprungsaktivieren-Gedöns. Für mich nennt sich das Ganze Ankerpunkt. Und hier sieht man, dass auf einmal so ein kleiner Punkt praktisch in der Mitte von diesem Kreis ist. Und den können wir händisch verschieben. So, jetzt lassen wir den Kreis aber da, wo er ist und nehmen den als Ausgangsposition. Wir machen einfach mal einen neuen Kreis. So, und dieser Kreis soll sich wiederholt, ja, in einer gewissen Position um den Kreis bewegen. Wie machen wir das? Wir haben jetzt hier den Ankerpunkt und setzen diesen, also wir setzen den einfach um, wir nehmen den mit der linken Maustaste und setzen den in die Mitte unseres Ausgangspunktes. So, und damit das Ganze eine, ja, harmonische Symmetrie, einen harmonischen Abstand bekommt, also, wie ich schon sagte, eingangs den inneren Monk befriedigen, machen wir jetzt Folgendes. Wir drücken STRG und J. Und das ist jetzt die Magie in Affinity Designer. Mit STRG und J speichert man sich, also beziehungsweise kopiert man ein Element und gibt dem im Nachgang eine Position. Und wenn man das wieder macht und wieder, übernimmt er den Positionswinkel vom vorherigen. Also seht selbst. Ich drücke jetzt STRG J und fange an zu rotieren. Und ihr seht, der Kreis, der rotiert nicht in sich, sondern da unten, man sieht es auch wie eine kleine Uhr da unten, im Hauptkreis, den wir halt eingebunden haben, damit wir praktisch, ja, einen Ausgangspunkt haben. Ich lege den Kreis mal auf irgendwie, keine Ahnung, minus 20 Grad. Zack. Und drücke jetzt wieder STRGJ. Und jetzt seht ihr, dass dieser Kreis immer den gleichen Abstand bekommt. Und wir um die Achse des mittleren Kreises arbeiten. Und ich mache weiter und weiter und weiter. So, und jetzt seht ihr, hier passt es nicht, weil ich halt einen blöden Winkel genommen habe. Aber ihr seht, wie das Ganze hier funktioniert. Wir machen das nochmal von vorne. Gehen nochmal zurück. Ausgangspunkt ist hier in der Mitte. Ich habe diesen Kreis. Und jetzt fange ich wieder mit STGJ an. Nur diesmal gebe ich den Winkel vor. Und was ist in der Symmetrie passender Winkel zum nächstliegenden? Immer, ja, eine 360-Grad-Geschichte, sprich alles, was durch 360 Grad teilbar ist oder andersrum. Ja, jede Zahl, die vernünftig durch 360 teilbar wäre. In dem Fall würde ich sagen, wir machen mal eine Rotation von 15 Grad. Und jetzt fangen wir an mit STRGJ wieder um den Kreis zu gehen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Immer STRGJ drücken. Und ihr seht, symmetrisch, gleichmäßiger Abstand, alles im grünen Bereich und tatsächlich in der Mitte
ist der Ausrichtungspunkt so gegeben, dass es wirklich hier ein perfekter Kreis ist mit Punkten. Das gleiche könnt ihr auch mit Sternen machen oder mit Quadraten oder mit was auch immer ihr wollt. Kein Problem. So, jetzt machen wir mal was. Ja, jetzt machen wir mal ein Logo. Und zwar nehme ich hier alles nochmal weg. Ich mache mir wieder einen Ausgangspunkt. Wir nehmen wieder einen Kreis. Ich setze den oder positioniere den mittig. Das macht ihr hier dann mit den Arretierwerkzeugen. Oder wenn ihr einen Shortcut dazu habt, dann nehmt ihr das. Und dann werde ich mir ja mal ein Element basteln. Und zwar nehme ich hier einfach so ein Karo. Lege das Ganze hier in Kurven. Und lasse das Karo jetzt erstmal da stehen. Den werden wir gleich im Nachgang nochmal umbauen. Und jetzt kommt eine Neuerung. Hier rechts seht ihr schon ein Fenster, das nennt sich Symbole. Dort könnt ihr euer Symbol, was ihr jetzt erstellt habt, drin speichern und es immer wieder verwenden. Sprich, wenn ihr jetzt irgendein Teil gebastelt habt, ein Element, was ihr regelmäßig bräuchtet, ja zum Beispiel ein Icon, dann könnt ihr das in Symbole speichern. Aber halt immer projektspezifisch. Ganz wichtig ist, dass hier hinten Synchronisierung aktiviert ist. Das heißt, wenn ich gleich ein paar Symbole mehr hier auf das Display zauber. Ah, wisst ihr was? Ihr seht es jetzt selber. Also, ich nehme dieses Element und sage Symbole erstellen. So, und jetzt habe ich hier ein Symbol. Ich habe dann wieder mein Ankerwerkzeug aktiviert. Ich werde den Ankerpunkt in die Mitte legen von meinem Kreis. Das passt jetzt nicht. Das heißt, ich muss das Produkt hier auch nochmal zentrieren. So, Ankerpunkt in die Mitte legen. Dann sage ich STRGJ. Und gib dem Ganzen nochmal, wir machen mal jetzt 30 Grad. So, und jetzt drücken wir weiter. STRGJ, 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 STRGJ und so weiter und so weiter. So, und jetzt haben wir wieder im sauberen Abstand inneren Monk befriedigt mit unseren Icons. Und jetzt kommt was Schönes. Und zwar, wenn ihr in das Haupt-Icon oder egal in welches Icon jetzt doppelt reinklickt, dann habt ihr die Möglichkeit, alle Icons mitzubewegen. Seht ihr das? Das heißt, ihr könnt hier noch Variationen bauen von dem, was ihr tut. Richtig cool zum Logo erstellen. Und jetzt kommt noch eine schöne Feinheit. Wenn ihr jetzt in einen eurer Symbole reingeht, nochmal doppelklickt, könnt ihr ja jetzt hier anfangen, irgendwas zu verändern. Und ihr seht, alle Symbole verändern sich mit. Wir werden jetzt mal ein bisschen abstrakter und bauen hier einfach irgendwas. Irgendwas, was passt. Wir können ja mal gucken, wir haben hier so eine Rundung. Und wir wollen den Ausgleich dieser Rundung haben. Also gehe ich hier dran und mache hier so eine Art Ausgleich. So, da es noch nicht passt, lege ich das hier nach hinten und gleiche das so ein bisschen aus, dass es halt so mit der Rundung mitgeht. So, und ihr seht, ja, sieht schon fast aus wie eine Blume. So. Ich kann wieder auf ganz normal auf V drücken, also sprich auf mein ganz normales Verschieben-Werkzeug gehen, kann hier wieder reinklicken und kann jetzt wieder anfangen zu drehen. Und kriege hier die Position, die ich brauche. Ihr könnt es auch einfärben. Und wie man die Symbole im Nachgang einfärbt, geht auch ganz simpel. Dann wird es aber kein Symbol mehr, weil es ist ja synchronisiert. Wenn wir die Asynchronität hier drin haben, können wir wieder jedes einzelne bewegen, können dort eine andere Farbe platzieren. Das heißt also, wir nehmen die Synchronität raus und können jetzt verschiedene Farben hier ansetzen. Wir machen es mal ein bisschen bunter. Wir gehen hier mal jede Farbpalette durch. So, noch ein bisschen blau. Ein bisschen dunkler. Gehen wieder Richtung dunkel. Noch dunkler. Gehen wir Richtung lila. Richtung pink. Und so weiter und so weiter. So, und jetzt könnt ihr die Synchronität wieder aktivieren. Und könnt trotzdem wieder alles bewegen. Und habt hier echt ein buntes Potpourri und somit erstellt ihr ein richtig, richtig, richtig cooles Logo. Ihr könnt auch noch das Ganze hier in der Größe variieren und alles zieht mit. Ihr könnt es auch noch manipulieren, indem ihr sagt, okay, ich schiebe es oder ziehe es zur Seite oder ich lege es weiter nach innen. Und ihr seht, eine Blume. Lassen wir das Ganze doch mal so, weil das sieht echt witzig aus. Und hat Logo-Allüren. Und was wir jetzt machen können, ist diesen Kreis, den wir als Ausgangspunkt genommen haben, den lege ich jetzt nach oben. Mach dort eine schöne Farbe mit rein. Irgendwas, was passt. So. Mach den Kreis ein bisschen größer. Leg den hier in die Mitte. Und schon habe ich hier so ein Blumenlogo. Oder ich mache es weiß. So, so passt es besser. Euer Name dahinter. Was weiß ich. Ich sag mal jetzt hier in dem Fall Fanti Blume.
Und schon ist euer Firmenlogo, Twitch-Logo, YouTube-Logo oder was auch immer komplett fertig. Also, wir arbeiten mit Symbolen, mit dem Ankerpunkt und kriegen Perfektion in Symmetrie und haben Ruhe und unser innerer Monk ist befriedigt. Also, ab in die Totale. So Leute, wie ihr wieder seht, richtig, richtig cooles Werkzeug in Affinity Designer. Ihr könnt damit so geile Sachen machen, unfassbar. Also diese Blume ist natürlich sehr witzig geworden. Ihr könnt es aber mit jeder x-beliebigen Form. Ihr habt ja gesehen, ihr könnt jedes Element anfassen und durch die Symbolik und durch die Synchronisierung habt ihr dementsprechend, ja, immer einen exakt perfekten Rahmen, eine passende Symmetrie. Ich weiß nicht, ob Symmetrie eigentlich das richtige Wort ist. Eigentlich nicht, ne? Also, ihr habt dann halt ein ästhetisches Bild, weil alles in gleichen Abständen funktioniert. Super easy, mit einfachen Mitteln. Nicht vergessen, ihr braucht STRGJ oder Command-J, wenn ihr ein Apple benutzt. Ihr braucht, ja, nur zu gucken, dass der Ankerpunkt eine Richtung anweist, also sprich einen Mittelpunkt hat, den ihr euch von eurem Symbol dorthin legt. Und ihr müsst das Symbol erstellen und synchron stellen. Falls ihr kein Symbol braucht, sondern wirklich nur Elemente drumherum positionieren wollt, geht das natürlich auch ohne. Habt ihr ja gesehen, deswegen habe ich ja mehrere Beispiele gezeigt. Ich hoffe wirklich, wirklich inständig, ja, dass euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, das supportet mich und ja, macht mir natürlich Spaß, dann aufgrund eures Supports weitere Videos zu machen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, keine Ahnung, welche Uhrzeit wir es haben. Und wir sehen uns demnächst hier auf YouTube oder auf Twitch. Also haut rein. Tschüss.